Okay. Wir sollten zu Terrasan zurückkehren und dir berichten, was sich hier abgespielt hat. Ja, das könnten wir tun. An dem Luftschiff da oben ist die Myra sonst. Ihr wisst schon, die Sturmgreifreiterin. Unsere Schamanenverbündete. Und genau, da habe ich sie auch eigentlich so zum ersten Mal wirklich kennengelernt. Also es kann schon sein, dass sie mir im Verlauf der Quest zum Beispiel im Hinterland oder so mal begegnet ist. Aber ich weiß es jetzt echt nicht mehr. Dass die halt auf Azeroth in irgendeiner Zwergenstadt lebt. Keine Ahnung. Müssen wir auch alles noch aufnehmen, weiß ich, aber jetzt ist erstmal Legion dran. Und genau, also es kann schon sein, dass sie vorher schon aktiv war, aber wirklich aufgefallen ist sie mir da oben auf dem Luftschiff der Allianz. So. Hier ist sie auch, zumindest war sie vorhin hier. Genau, hier. Ich wurde zum Fliegen geboren. Genau, die Sturmruferin Myra. Sprecht, dann werde ich euch anhören. Tiefenheim dankt euch, Schamanen. Der Schattenhammer hat schon immer die Herrschaft über mein Königreich angestrebt, aber diese letzte Bedrohung war viel größer als seine bisherigen Bemühungen. Naja, also Cho'Gall war schon ziemlich heftig im Schattenhochland. Aber gut, in Tiefenheim war es wahrscheinlich das Heftigste bisher. Boah, die ist so eklig, die Frau. Vor allem die Füßchen. Schaut mal da hinten, die Füßchen. Das ist so schrecklich. Okay, Terrasane. Für eure Dienste um die Elemente der Erde verspreche ich meine Armeen, dem irdenen Ring zur Verteidigung Azeroths zur Verfügung zu stellen. Ich habe nichts für die sterblichen Völker übrig, aber es steht der brennenden Legion nicht zu, diese Welt zu zerstören. Teilt eurem irdenen Ring mit, dass Terrasane, die Steinmutter, an eurer Seite steht. Der irdene Ring hat Tiefenheim einen großen Dienst erwiesen. Wir werden diesen Gefallen erwidern. Die Steinmutter bleibt niemals etwas schuldig. Das ist gut. Der irdene Ring ist zutiefst dankbar, Steinmutter. Als Zeichen unseres Bündnisses werde ich euch einen meiner größten Krieger anvertrauen. Herr damit! Schützt den irdenen Ring, Lavinius. Pflastert den Boden mit den Leichen der brennenden Legion. Wie ihr wünscht, Steinmutter. Okay. Super. Wir sollten zum Herz von Azeroth zurückkehren. Es gibt noch viel zu tun. Okay. Ja, geht nur, wir kommen bald nach. Okay. Dann gehen wir mal. Zurück zum Mahlstrom. Stückchen nach da. Die Naru haben uns nicht vergessen. Okay, Handgelenke. Schauen wir mal, ob wir die verbessern können. Nehmt den Weg, den nur wenige gehen. Okay, wartet mal. Schauen wir erstmal, ob wir die verbessern können. 1500 Fett. Meine Waren wurden mit schöne großer Sachen. Sorgfalt gefertigt. So, Hände können wir auch. Jetzt schauen wir erst einmal. Was sind die für ein Level, was wir da gerade gekriegt haben? Das ist alles bekannt. Genau, wir haben bekommen das da, 810. Abgelegt haben wir 825. Aber jetzt wartet mal. 4000. Möge euch dieser Tag Freude bringen. Jetzt können wir doch. 120. 130. 140. Nice. Handschuhe haben wir schon aufgewertet, richtig? Wollt ihr etwas kaufen? Stulpen. Also Kopf von 840, das ist 840, das ist 840. Kein Set-Bonus, da brauchen wir erst die Hose für. Lebt wohl. Okay.
Okay. So, was hast jetzt du für uns? Seid herzlich gegrüßt. Weltenheiler. Schließt 30 Weltquests ab. Erinnert euch an die Lehren der Vergangenheit. Sprecht mit Elementaristin Janai im Herzen Azeroths. Dionys Akan. Schließt die Mission Rückkehr in die Feuerlande ab. Möge eure Familie gesegnet sein. Okay. Das Ende der Legion rückt näher. Ist die Quest hier oder? Hier leuchtet es nämlich jetzt. Schade, da ging es um ein seltenes Item. Haben es aber nicht bekommen. Zu schade. Rückkehr in die Feuerlande. Nee. Was ist das hier? Wartet mal. Bin verwirrt. Schamane. Herzen Azeroths. Wo ist zurück? Zurück. Da. Weltquest ist klar. Ach so, 0 von 5 Missionen in der Reihe Rückkehr in die Feuerlande abgeschlossen. Die erste ist dann wohl das hier. Janais famose flambierte Omelettes. Feuerlande. Okay. Ihr braucht wohl Hilfe, oder? Ein bisschen. Der Wind hat mir euren Namen zugeflüstert. Der Wind mit N. Ich folge eurem Ruf. Ah, das wird jetzt gut. Keine Chance. Ich folge eurem Ruf. Okay, von mir aus. Bisschen Gold. Genau. Jetzt müssen wir hier neue Elemente bestimmen. Seid gegrüßt. Erstellen, was auch immer. Geht in Erdenrufer haben wir noch genug. So. Mit wem sollten wir jetzt offiziell reden? Das sind die Feuerlande. Hier mit dem da eigentlich. Wartet mal. Hier unten ist auch noch einer. Der sagt uns aber nur, dass er uns von jetzt an hilft. Ich grüße dich, gehorche. Das ist schön. Das ist schön, gehorche. Ich sag dir dann, wenn du was zu tun hast. So. Jetzt reden wir erstmal mit dem einen, dann mit dem anderen. Sonst kommen wir durcheinander. Naja, ich komme dann durcheinander. Gut, dass wir heute noch keine Weltquest gemacht haben. Sprecht mit Mahat, dem Unbeugsamen in Tiefenheim, um ein fossiles Ei zu erhalten. Er wird 10 Proben des Blutes von Zergeras im Gegenzug verlangen. Haben wir die dabei? Nee, die muss ich schnell holen. Verzeihung. Hä? Okay, 10 Proben Zergeras-Blut. Schaffen wir gleich. Au, heiß. Jetzt schauen wir noch, was er von uns möchte. Sprecht. Ach, der will uns einfach nur helfen. Sehr Mögen schön. Die Elemente euch leiten. Ja, danke schön, Mullen. Mullen Erdenwut. Das ist ausgezeichnet, dass du uns hilfst. Jetzt können wir vielleicht doch noch eine Mission machen. Eine Leckerei. Besiegt den Endboss 8 verschiedener Dungeons von Legion auf einer beliebigen Schwierigkeitsstufe. Beliebenden, was auch immer. Das ist relativ einfach. Du? Wie kann ich euch helfen? Perfekt. Ihr habt zu viele Anhänger, bitte. Was? Oh Mann. In Legion kann man aber nicht viele haben. Freund, ich weiß noch nicht, wen ich deaktiviere. Machen wir mal einen Kampfgefährten rein. Na super, die Neuen können uns nicht helfen. Na gut, er muss erst wieder zurückkommen von seiner Mission. Ja, dann holen wir jetzt das Blut von Zergeras. Und dann schauen wir weiter. Gut, dann wird sich anbieten, Surama weiter zu questen, weil die Weltquests mache ich ja in der Regel offcam. Weil das einfach zu chaotisch fürs Let's Play ist, finde ich persönlich. Das heißt, jetzt erstmal zurück nach Tiefenheim. Genau. Wie geht's? 30 Weltquests sind aber eigentlich auch nicht viel. Blut von Zergeras. Hier. Erstmal alles einlagern.
Blut von Saberas. 10 Stück. Auf dann. Da gibt's nämlich den Bug, habe ich gehört. Einer aus der Gilde hat alles dabei gehabt, was er hatte. So auch so um die 50 Blut. Wollte die 10 abgeben und hatte dann gar keine mehr. Deshalb nehme ich exakt 10 mit. So, ich bin gespannt, was wir bei dem machen müssen. Machen sollen. Heißt Weltquests und Missionen. Beides off-cam. Ja, dann machen wir dann morgen, würde ich sagen, in Surama weiter. So, falsch. Nach Tiefenheim. Tiefenheim war hier oben. Mit dir sollen wir reden. Hey. Ich krieg den nicht drauf. So. Mahat, der Unbeugsame, spricht mit tiefer, grollender Stimme. Was erbittet ihr von der Erde? Tief und grollend. Ein solches Ei ist ziemlich wertvoll, Fleischling. Doch mein Hunger bohrt und nagt an mir. Ein derartiger Tausch wird sehr teuer für euch. Ja, das ist genau das Ei, hört euch. Jetzt ist er besoffen, oder wie? Man hat der Unbeugsame schluckt gierig das Blut von Sagaras herunter. Super. Jetzt haben wir da so ein Ei. Aha. Oh, hey, wo ist mein Portal? Echt jetzt? Das Portal ist weg. Mutti! Ich höre zu. Wo ist das Portal hin? Oh Mann. Aber wir haben ja astraler Rückruf. Wir sind ja Schamane, wir können sowas. Das ist sozusagen ein Zauber wie der Ruhestein. Hat 10 Minuten Cooldown. Sehr praktisch. Sehr praktisch. Mit ganz vielen E. Okay. Hart wie Stein. Steht dabei an dem Ei. Wo war der Questgeber? Hier oben, ne? Ach nee, Freunde, als nächstes machen wir natürlich die Quest vom Herzen da unten. Von diesem... Ne? Zeige ich euch gleich. Möge das Licht euch umarmen. Holt das irdene Amulett von Dargul, dem Unterkönig in Neltarions Hort, zurück. Okay. Neltarions Hort war ich noch gar nicht. Das ist eine Instanz. Die werde ich allerdings relativ spät aufnehmen, die Instanzen. Aus dem einfachen Grund, weil ich die erstmal offcam machen möchte, weil ich nicht nochmal so ein Chaos möchte wie in Auge Ascharas. Ihr erinnert euch? Okay. So. Reist nach Valcharan und werde Zeuge des... Achso. Also, ich fange nochmal von vorne an mit Lesen. Das Herz des Lichts wird als Behältnis für Illidan Sturmgrims Wiedergeburt dienen. Dies ist mein letzter Dienst für das Licht. Aber Illidan ist tot und seine Seele im Nether verschollen. Bevor wir es wagen können, seine Seele zurückkehren zu lassen, müssen wir das Behältnis auf seine Rückkehr vorbereiten. Die Echos von Illidans Vergangenheit lassen sich in zwei Welten finden. Ihr müsst euch auf die Suche nach den Echos begeben. Fangt dort an, wo alles Leben beginnt, Ray, bei der Geburt. Findet Illidans Geburtsort in Valshara, lasst die Erinnerung aufleben. Okay. Valshara, kein Problem. Sollten wir an der Weltquest vorbeikommen, können wir sie natürlich gleich machen, keine Frage. Aber ich werde jetzt nicht extra Folgen machen mit den Weltquests, Freunde. Weil vor allem, es sind eigentlich nur Wiederholungen der Quests, die wir sowieso aufnehmen. Ihr wisst, die Gebiete Valcharan, Sturmheim etc., hier Hochberg, kommen noch. Also ihr braucht euch keine Sorgen machen, die nehmen wir noch zusammen auf. Ich möchte aber erst Surama abschließen, weil das für den Schamanen doch sehr nützlich ist. Es gibt Equipment, es gibt... Apropos. Punkte für die Waffe, wollte ich sagen. Ist aber im Moment noch gleich geblieben. 8,24. Seid gegrüßt. Ich wollte gucken, wo er ist in Valcharan. Illidan. Hier.
Direkt in, wie heißt's? Lorlatil. Okay. Hallo. Lorlatil. Genau, seid das da. Vorsichtig. Irgendwie so. Freunde, ich schneide mal den Flug. Bis dahin.